vielen Dank. Ja, gerne. Ja, schönen guten Abend oder Nachmittag. Jetzt wird es langsam schon zum Endspurt. Das erste hier haben wir in. Das fällt raus. Okay, so. Wo will ich Sie mitnehmen auf diese Reise? Es ist ein bisschen in die Richtung. Ich fühle mich ein bisschen fremd jetzt mit dem nächsten Vortrag. Ich möchte ein bisschen die Flughöhe erhöhen mal. Und zwar Sie einfach als Kollegen ansprechen, die wir alle Qatar einführen wollen. Also es geht jetzt weniger darum, Sie überzeugen zu wollen, was jetzt Qatar ist oder so, wie man es am besten einführt, was für Schwierigkeiten da waren. Vielmehr möchte ich Sie auch mit auf die Reise nehmen und Sie als Qatar-Botschafter gewinnen. Und als Qatar-Botschafter haben wir eine gewisse Verantwortung für das Thema. Das Thema, Gerd Aulinger hat es schon gesagt, ist jetzt etwa 4 Jahre alt. Also das Buch gibt es seit 4 Jahren. Das Thema ist ein bisschen länger, dass das Buch kam, der Begriff kam. Aber das Thema ist ein bisschen länger. Und ich habe mich ein bisschen jetzt in dem letzten Jahr sehr stark erinnert an bestimmte Beginne, an die Startphase der Lean-Welle. Ich bin da relativ spät dazugekommen, so alt bin ich noch nicht, zum Glück, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall so 1995, 1996 bin ich ins Berufsleben eingestiegen und hatte damals so diese Beginne der Lean, oder da war es eigentlich schon am Laufen bei den Automobilisten, so diese Lean-Welle mitgenommen. Und ein bisschen aus dieser Frustration heraus, 2005, 2004, ist ja dann diese Verbesserungskarte auch entstanden, oder die Coaching-Verbesserungskarte entstanden, dass hier einfach eine Unzufriedenheit mit dieser Lean-Welle war. Und ein bisschen möchte ich an Sie auch appellieren, wir sollten nicht unbedingt dieselben Fehler wieder machen, wie damals unsere damaligen Kollegen oder wenn sie auch dabei waren. Ja? Also was lernen wir eigentlich so ein bisschen aus der ganzen Geschichte? So, das Erste, wir gehen einfach mal rein. Die Charta, das ist jetzt alter Kaffee, da gehen wir auch schnell durch, dient zur Verbesserung von Prozessen. Jeder an jedem Prozess. Dient zur Entwicklung von Fähigkeiten in der Verbesserung, Motivation der Prozesseigner, dient zur Entwicklung der Coaching-Fähigkeiten und der direkten Führungskräfte. Soweit, so gut. Ja, das haben wir ja alles begriffen und das ist alles so schön. Es ist ein sehr schönes Führungsinstrument, das Ganze. Wir können Managementkulturen etablieren. Ja. So, jetzt schauen wir uns das mal an, was passiert, wenn ich hier drücke. Ja. Was impliziert das denn, wenn wir uns das durchdenken? Das eine ist eine hervorragende Methode für Kaizen in den Prozessen. Als methodischer Ansatz der Lean-Philosophie. Ja. Wo kommen Sie her? Ja, die Frage ist irgendwie so aus dieser Lean-Umfeld. Man hört natürlich ganz gerne, ne, Qatar ist für die Produktion geeignet, gerne in der Serienproduktion. Was ist bei mir als Einzelfertiger? Ja, geht das da überhaupt? Und natürlich, Qatar ist auch für die Automobilindustrie geeignet. Ja, jetzt gibt es nur noch ein paar Hände, die jetzt hochgehen. Und Qatar ist für Japaner geeignet, auch so ein Satz. Ne? Also man, erinnern Sie sich an die Beginne von Lean? Wir hatten dieses Thema. Das kommt von Toyota, wir sind nicht Japaner, wir sind schon gar nicht Toyota, ja, wir sind ein Audi, ein Mercedes, ein BMW, ein Skoda, was weiß ich, und diese ganzen Ressentiments dagegen. Und jetzt kommen wir mit einem japanischen Begriff wieder rein und ich höre dieselben Sätze. Und meine Frage oder beziehungsweise meine Aufforderung ist ja eigentlich hier, was machen wir jetzt, wenn wir in einer leitenden Position sind als Manager? Wir machen erstmal eine Hierarchie, ja, das ist toll. Wir haben hier unten die Prozesse, da gibt es die Mitarbeiter im Prozess, es gibt den Verbesserer, der wendet das PDCA an, es gibt diese Verbesserungskarte zum Coach, es gibt die Coaching-Karte hier zum zweiten Coach. Und ich werde ja sehr oft von Management-Ebenen angesprochen, ja, wie können wir denn jetzt die Karte einführen? Jetzt sitzen genug Manager auch hier dabei, beziehungsweise natürlich auch Menschen, die diese Manager überzeugen wollen, also eher als interne Qatar-Trainer oder Berater. Ja? Das sind dann, hier, das ist der Manager hier oben. Das ist der X-te, ja? Also der Dritte, der Vierte, der Fünfte. Der ist da oben. Und was transportieren wir denn jetzt mit diesem Bild, wenn wir uns diese Hierarchie anschauen? Was transportieren wir denn damit? Wo ist die Qatar hierbei? Ja, ist doch irgendwo ganz klar, ne? Wo ist sie? Hier unten. Ja. Dann wird dann gerne gefragt, ne, was ist das Zielbild, ja, von dem Ganzen? Ne, und dann auch ganz berechtigt, was denn seine Rolle von dem Manager? Und wir sprechen dann darüber, er muss die Kultur entwickeln, er muss das Ganze natürlich steuern, wie entwickeln wir ganze Kulturen oder sowas, ist alles richtig. Aber wo findet das PDCA statt? Wo findet die Qatar statt? Hier unten.
Und der Coach und der Verbesserer, die machen es täglich, ja, die sind hier fleißig dabei mit dem Coaching-Gespräch. Und der Second Coach, der darf schon, weil er natürlich sehr viele Beziehungen hat, darf schon, er muss nicht jeden Tag dabei sein. Ja, und der dritte Coach oben, der Manager, das sind ja jetzt Sie, ja, oder die Rolle dann, ja, weiß ich nicht, einmal im Monat. Ja, wir haben für den wichtige Aufgaben, er muss die Zielentfaltung ordentlich machen, er muss für die richtigen Ziele sorgen, das ist alles korrekt. Ja. Aber wie ist er denn jetzt beteiligt an der Cutter? Ich habe das Bild nie so gesehen, also ich in vielen Vorträgen, es wird auch nicht einheitlich so gesehen, ja, dann, aber selbstverständlich hat auch der Meister eigene Prozesse, die er verbessern sollte. Also ich habe es nie so isoliert gesehen. Ja. Natürlich hat der Meister hier Managementprozesse, Meisterprozesse, die jetzt nicht direkt wertschöpfend sind. Und wir sind immer so gerne dann dabei, ja, wir müssen dringend, wenn wir es einführen wollen, wir müssen dringend diese Verbesserungen gleich mit monetären Zielen verbinden, dann haben wir einen sehr guten Vorführeffekt, Quick Wins, wir setzen das um. Aber ein Meister hat natürlich jetzt nicht einen direkten Einfluss, also seine Prozesse hier sind jetzt nicht direkt wertschöpfend. Ja. Es geht dann eher so um eine Schichtplanung vielleicht, um die Urlaubsplanung, solche Themen, ja, um Gespräche, Regelgespräche. Ne. Okay, ja, jetzt sind wir ja schon in die Rolle, dummerweise, jetzt sind wir schon in der Rolle des zweiten Coaches, ja. Und das geht natürlich weiter, ne. Auch der Segmentleiter hier, ja, auch der sollte PDCA machen an seinen Prozessen. Aha, okay, und jetzt sind wir ja schon Coach, ja. Jetzt sollten wir langsam aufhören mit dem ganzen Programm, weil jetzt kennen Sie schon die nächste Stufe, die jetzt kommt. Ja? Die heißt, auch der hier oben ist jetzt plötzlich Verbesserer. Ich glaube, das ist ganz logisch. Ja? Also ich glaube, das ist auch kein Widerspruch jetzt hier im Raum. Wir machen da, glaube ich, einen Haken dran. Wir haben es so auch so verstanden. Interessant ist übrigens, wer hat denn mal mitgezählt? Wie viele Coachings muss er denn jetzt mitmachen schon? In dieser kleinen Hierarchie, ja, das sind insgesamt 8 Coachings. Ja, die er jetzt mitmachen muss, entweder als Dritter, als Zweiter, als Erster oder dann sogar als Coachee. Ja. Und jetzt muss er ja sogar noch die Zeit aufwenden, die wir zum Verbessern der eigenen Prozesse aufbringen sollten. Okay, 8 Coachings, ja, nochmal eine halbe Stunde zum Verbessern. Und ich glaube, mir ist klar, dieses System sollten wir auf keinen Fall einführen. Ja. Wir sollten das irgendwo auf dem Shopfloor halten, weil so kann das doch gar nicht funktionieren. Also, was ich eigentlich damit jetzt uns mit auf die Reise geben will, ist, dass wir um Gottes Willen nicht die Gefahr eingehen sollten, also das Fettnäpfchen treten sollten, dass wir Lean, wie in der Lean-Welle die ganzen Bestrebungen unten in den Shopfloor projizieren und sagen, das sind Methoden für den Shopfloor. Ja. Wir werden das wird einen Bumerang geben. Ja, wir werden Entkopplung haben. Ja. Also was ist bei den Lean-Themen immer jahrelang eine große Entkopplung gewesen? Ja, wir haben unten gute Methoden, gute Tools, wir haben gute Sachen umgesetzt, aber nach oben hin, die Manager, die lebten in der eigenen Management-System weltweit. Ja, und sagten, ja, macht mal, solange es Geld bringt, ja, solange wir vorwärts kommen, ist gute Sache. Ne? Also so eine Entkopplung dann dabei. Okay, also was sind denn Management-Prozesse? Da ist das eigentlich gekommen, das war ein guter Satz von einem Toyota-Kollegen, das war im Gespräch mit Mike Rother, und der, also die beiden redeten, ich durfte zuhören, das ist dann ganz angenehm, ja. Und da sagte der von Toyota eigentlich, ja, alles, was wir versuchen zu tun, ist, wir versuchen Muster zu erkennen. Muster, die wir abgleichen können zwischen einem Ist und einem Soll. Das ist alles. Also wir versuchen Muster zu erkennen. Deswegen gibt es die Kanban-Systeme, deswegen gibt es Taktsysteme in der Fertigung und. Ja? Deswegen gibt es dieses T-Card-System für Regelkommunikation, Tagesdurchlaufsysteme, was wer das kennt. Das sind alles Muster, wo wir Ist von Soll unterscheiden können. Und diese Muster finden wir auch im Management. Jeder von uns hat Tagesmuster, die er durchläuft. Im Privaten. Ja? Absolut im Privaten auch. Alles, was sie tun, werden sie in irgendeiner gewissen Weise wiederholen wollen und auch tun. So, diese Muster suchen wir. Ja? Also im Endeffekt ist die Frage, ja, wie, also ne, es ist Muster, es läuft jetzt hier irgendwie schlecht, ja, und es sollte jetzt einen Tick besser laufen. Ja? Sind diese Musterabgleiche. Und ich finde übrigens sehr interessant, ne, ich habe es mir gleich aufgeschrieben, der Herr Steinmann, ja, der sagte, was waren die erfolgreichen, wo ist er?
die erfolgreichen Sachen, Outlook-Kalender, Vertreterregelungen, Rückmeldungen von Fehlzeiten. Das sind alles Management-Abläufe, die im Management stattfinden. Ja. Ein paar Beispiele hier habe ich auch mitgebracht. Also die Frage, wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter täglich ihre Prozesse verbessern, also wenn Sie in der oberen Situation sind und wenn Sie jetzt möchten, dass die unteren das bitte verbessern, ja, was ist denn mit Ihren Managementprozessen? Was ist denn mit Ihnen? Machen Sie es, Sie selber. Sie brauchen gar nicht groß delegieren, Sie brauchen keine großen Programme machen, wenn Sie als Chef natürlich jetzt sagen, ja, das ist, ja klar, natürlich, wir machen gerne die Cutter, ja, ich mache am Anfang auch mit, ja, und dann bin ich irgendwann zweiter Coach und dritter Coach und ja, das läuft dann schon. Ja. Nee, Selbstdisziplin, vielleicht kann man Disziplin streichen da, ja, also Selbstwahrnehmung dort, sehr wichtig. Ja. Okay, ein Beispiel, ja, ich habe 4 Beispiele einfach mal mitgebracht, die in der letzten Zeit bearbeitet wurden in meinem Umfeld. Das erste ist hier die Bearbeitungen von Bedarfsanforderungen, BANFen. BANF, glaube ich, ist ein Begriff, oder? Meisten nicken, ja. Klassischer Aufgabe von dieser Person gewesen. Der sagte schon sowas wie nervend, ja, jeden Tag, da muss ich jeden Tag immer drauf gucken, ja. Also wenn die Genehmigungen, die brauchen heute 45 Minuten und eine Durchlaufzeit hatte er von 2,8 Tagen, bis die im Schnitt dann durch sind. Und ich habe hier einfach mal die Herausforderungen geschrieben, ja, die ist nicht ganz stilsicher, ja, Gerd, sei umsichtig mit, nachsichtig mit mir, aber wäre es nicht schön, wenn die Genehmigung der BANF täglich in 15 Minuten statt 45 Minuten getätigt ist und die Durchlaufzeit insgesamt ein Tag und nicht die 2,8 Tage betragen würde? Okay, Frage an Sie, ist das eine, also jetzt gehen wir mal in den Test, die ein bisschen Cutter schon können, ja, ist das herausfordernd, eine herausfordernde Aufgabe? Für einen Manager, müsst ihr vorstellen, Top-Management, ne? Ist das jetzt eine Herausforderung? Dokumentenablauf? Er hat da sagt er, nee, das ist keine Herausforderung in dem Sinne, ja? Lösung unbekannt, lösungsfrei? Was können Sie sich vorstellen, um so Unterschriften zu. Hä? Da finden wir was. Meine Güte, da gibt es von PDF schon inzwischen so Dokumentenflow-Systeme oder so, digitale Unterschrift. Das ist jetzt kein Zauberwerk bei dem Ganzen, ja? Ja, ne? So sah es vorher aus, die Unterschriftenaktion, die geht hier über drei Manager, A, B, C, die hatten im Schnitt immer 15 Stück, haben auch 45 Minuten, 30 Minuten, 55 Minuten bearbeitet und die wurden so weitergetaktet. Ja? Eine völlig frustrierende Tätigkeit, aber ist ja nicht herausfordernd oder sowas, ist jetzt keine Rocket Science, überhaupt nicht. Und natürlich trotzdem, ne? Sie können sich vorstellen, wie die Mitarbeiter unten natürlich froh wären, ja, wenn es so aussähe, ne? Durchlaufzeit ein Tag. Also der Frustlevel hierbei natürlich, diese 2,8 Tage Durchlaufzeit, war natürlich sehr hoch. Also worauf ich hinaus will ist, wir dürfen vielleicht, also suchen Sie bitte in Ihrem, ganz persönlich, in Ihrem Umfeld nach Mustern, die Sie gerne natürlich bearbeitet haben wollen, die Sie beschleunigt haben wollen, die Verschwendung sind. Indem wir es zu akademisch manchmal machen, was es denn alles sein soll, heben wir es auf so einen hohen Level, dass wir sagen, naja, es muss ja kurzzyklisch sein, beobachtbar, messbar sein. Ja, manchmal ist es vielleicht einfach ganz gut, die größte Verschwendung oder das größte Nervfaktor einfach zu nehmen und den einfach mal abzuarbeiten. Ja? Als mit einer gewissen Methode natürlich. Ja? Das sollte schon nachhaltig sein, so wie wir das dann gelernt haben. Ja. Eine andere Sache ist ein bisschen anders, also auch täglich wiederkehrend klassisches Shopfloor-Treffen. Ich beobachte das in sehr vielen Firmen, also vermutlich bei Ihnen nicht, aber viele Shopfloor-Meetings, wo die alle drinstehen und sagen so, nee, alles klar, setzen einen Haken, was soll das, kein Mehrwert, wir gehen anschließend nicht zurück an den Shopfloor und so. Ja. Okay, Sie sind irgendwo in der Kette, sind Sie für Ihren Shopfloor verantwortlich, optimieren Sie ihn. Ja. Ja, also, was weiß ich, ne, heute 41 Minuten Zielzustand, ja, gehen wir auf 10 Minuten runter. Ja. Wäre es nicht schön, wenn wir innerhalb von 10 Minuten immer das Shopfloor-Meeting abgearbeitet hätten und trotzdem natürlich, die Zielzustandsbeschreibung sollte einwandfrei sein, trotzdem natürlich alle Ziele erreicht haben, also im Sinne von, was ein Shopfloor-Meeting bewirken soll. Ja. Jeder hat, glaube ich, in der Hierarchie so ein Meeting irgendwo. Ja. Okay,
Bei einem Pharmaunternehmen, die stellen Tabletten her, da war hier dieses sehr wichtig. Ja? Wäre es nicht schön, wenn wir zur Sicherstellung der schnellen Problembehebung Führungskräfte in fest definierten Schritten und Zeiten vor Ort hätten? Das ist so eine klassische Eskalationssystematik. Ja? Und hier sieht man es, wie es dann abgelaufen ist. Also jetzt ein bisschen Details, aber das kennt man vielleicht. Ne? Also der Mitarbeiter nimmt hier Störung wahr, er informiert den Teamleiter, den Meister, den Segmentleiter, den Abteilungsleiter und irgendwo ist die Instandhaltung auch bemüht. Ja? So soll es laufen. So läuft es. Das steht übrigens in den, die haben so ein Best Manufacturing Practice, so ein Leitfaden. Ja? Das müssen sie melden als Pharmaunternehmen. Ja? So läuft es. Okay, arbeiten wir dran. Ja. Das sind ganz klassische Prozesse, die wir finden, wenn wir auf der Management-Ebene einfach mal ein bisschen uns anschauen. Das ist natürlich jetzt keine direkte Beeinflussung von Wertschöpfungsprozessen. Ja. Okay, sehr schön auch, haben wir gesehen schon in sehr vielen Prozessen jetzt, die Einführung der Charta als Muster. Ja. Übrigens, ja, das sind völlig einmalige Sachen, also inhaltlich einmalig, zeitlich einmalig. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft Sie die Charta dann einführen wollen. Ja? Dann würde ich vorschlagen, sollten Sie als Consultant selbstständig machen, wenn man das so dann raus hat, das ist ganz gut. Ne? Also wir suchen danach. Ja? Aber im Endeffekt als Firma, Leute, ist eine einmalige Sache. Ja? Also insofern die Einführung der Charta auch als Muster, als Möglichkeit, die Charta anzuwenden. So, wie kann man das jetzt mit diesem, was ist eine gute Vorgehensweise? Wenn Sie es ganz alleine machen, hat es so ein bisschen was zu tun, wie Sie versuchen, Sportarten oder neue Instrumente oder sowas zu lernen. Ja? Gerd, ich weiß, ne, du übst E-Gitarre, ja? Ich weiß nicht nur das, ich habe es auch schon gehört. Ja? Genau. Und er coacht sich selber und wir kennen alle Gerd, ne? Er schafft es ganz gut. Ja? Aber das Selbstcoachen hat natürlich Grenzen. Alle, die jetzt versuchen, ja, jetzt ist bald wieder Silvester, ne? Was macht man Silvester, was setzt man sich dort? Ein Zielzustand, ja, was weiß ich, 5 Kilo weniger, einmal um die Alster in 5 Minuten schneller oder sowas. Ne? Also solche Zielzustände setzt man sich. Wie gut gelingt uns das als Menschen? Also so ein Tick, ne? Also eine Empfehlung mit dem Sportstudio, ja, verpflichten Sie sich einfach nur mit Ihrem besten Freund, so, ne? Dann oder ein Partner oder so, ne? Wir gehen immer gemeinsam ins Fitnessstudio, Sie kommen länger ins Jahr, ne? Also dann spätestens Mai, ja, sonst Januar. Ne? Also es geht so ein bisschen weiter. Also der Coach, den Sie hier als Kollegen haben, hat jetzt auch nicht wieder so die Funktion, also es ist jetzt nicht so ein methodisch sauberes, dass wir darauf achten, dass wir in der Lernzone sind, dass die Experimente da sind. Es ist tatsächlich einfach ein gegenseitiges Coachen dort, so ein Überkreuzmodell. Und das hat ein bisschen was mit Verpflichtung zu tun. Und natürlich, wir wollen auch was über die Verbesserungscharta dort lernen. Ja, also wie wir denn vorgehen. Aber da können wir durchaus einfach einen Kollegen nehmen. Ja, wie funktioniert sowas? Ne? Das sind Sie. Ne? Vielleicht haben Sie den Prozess der Banffen. Ja? Das ist der Kollege mit dem Prozess des Shopfloor-Managements. Und der Kollege coacht jetzt Sie durch das Treffen durch. Anschließend wechseln die und dann werden sie gecoacht. Und wenn Sie einen aus der Abteilung haben, aus der internen Abteilung oder einen Könner, der Ihnen dann noch Feedback geben kann, wunderbar. Was ich damit ausdrücken möchte ist, was mir sehr wichtig ist, wir machen eine sehr hohe methodische Kompetenz, was die Charta angeht. Und wir glauben jetzt sehr viel, ja, was wir alles tun müssen, um das jetzt einzuführen. Die einzig allein entscheidende Frage ist eigentlich für mich, wollen Sie es selber tun? Nicht delegieren, nicht einführen, wie wir es einführen, sondern die einzige entscheidende Frage für mich ist, leben Sie die Charta? Verbessern Sie Ihre Prozesse? Und wenn wir das nicht mit Ja beantworten können, dann weiß ich nicht, dann sollten wir nicht irgendwas einführen, wo wir dann sagen, na gut, ja, zum Glück bin ich dann weg, ne, habe dann Karriere gemacht oder es betrifft nicht mich, ich bin im Management drin. Ne. Also, so viel. Das war eigentlich meine Selbstkritik oder unsere Kritik vielleicht ein bisschen an uns und auch ein bisschen jetzt an Sie, dass wir
wenn wir jetzt rausgehen, an die eigene Nase greifen, sind wir selber in der Lage, unsere Prozesse, unsere Muster selber zu verbessern? Ja oder nein? Sind wir motiviert? Oder eben sehen wir es nur wieder als ein Tool, was wir für die anderen jetzt bereithalten wollen? Insofern herzlichen Dank dafür und hoffe, dass das ein bisschen was motiviert hat und dann die Nase so ein bisschen jetzt fester sitzt. Ne? Ja, Bernd, vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja.